Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren besten Video von mir. Ich bin Exos und in diesem Video gibt's mal wieder die Dämmerung. Wir fangen direkt an. Epischfeinde sind gut gepanzert, hochaggressiv und erscheinen in großer Zahl. Dann Solarentflammen. Solarschaden aus beliebigen Quellen ist deutlich erhöht. Prügler, Schaden durch Hüter-Nahkampf ist deutlich erhöht. Dann geerdet. Spieler nehmen mehr Schaden, während sie sich in der Luft befinden, das heißt möglichst wenig springen. Puzzlespiel. Feinde sind gegen ungleichen Elementarschaden resistent. Es ist nicht korrekt, sie sind nur ein bisschen resistenter und halten ein bisschen mehr aus. Ich spiele Warlock als Sonnensänger, ich würde alles auf den Solarfokus auslegen. Dann Pine von Marine, einfach das, ja, die Primärwaffe, die man für sehr, sehr gut empfindet, das macht viel Sinn. Dann schwarze Spindel oder Zen-Meteoren, Scharfschützengewehr, hier würde auch Schmähung gehen, wenn man kein Scharfschützengewehr hat. Hauptsache es macht Solarschaden. Dann das Maschinengewehr, gequältes Terminus von Quillem. Oder man nimmt den Sleeper Simulant mit, das wird beim Boss dann sicher sehr, sehr nützlich sein. Oder den Drachenatem, der macht auch genügend Schaden. Kernpunkt eigentlich hauptsächlich auf Solarschaden. Dann am Anfang gibt es mehrere Möglichkeiten, wo man sich verstecken kann. Eine Möglichkeit ist, dass man hier rechts hochspringt. Einen Moment, ich demonstriere das ganz kurz. Wir können hier so an den Wänden entlang hochspringen und können uns dann eigentlich oben positionieren. Und sind dann hier oben und können von hier aus kämpfen. Da könnte sich einer positionieren, kann alles runterballern, wegballern, was er da gerade sieht und so weiter und so fort. Und hätte dann eigentlich, ja, einen Safe Point, dass der hier oben einfach nicht stirbt und die anderen unten dann kämpfen können, alles reinwerfen können. Hier muss man nämlich drei Wellen überleben, das wird man dann aber nachher gleich sehen. Eine andere Methode übrigens ist auch, kann sich auch hier hinten hinstellen, das geht auch. Ist nicht ganz so effizient, man wird hier des Öfters auch mal getroffen. Aber es funktioniert eigentlich auch sehr, sehr gut. Okay, das war nicht ganz so glanzvoll. Dann, wenn alle Feinde tot sind, können wir hier zum Tor hingehen und das dann aktivieren. Hier müssen wir drei Schlösser aktivieren dann. Wir können dann auch hier rüber. Da kommt zwar noch ein Ritter, aber wir können den im Nahkampf eigentlich ganz gut töten. Weil der Nahkampf ist ja verstärkt. Das heißt, wir können uns hier oben hin positionieren und von hier eigentlich sehr, sehr viele Feinde töten. Die Feinde springen hier zwar schon hoch, aber wie man sieht, sie springen alle an den gleichen Stellen hoch. Tja, erhöhte Position nehmen und genießen. Ich will jetzt gerade noch ganz was ausprobieren, wollte ich. Wenn wir schon hier sind, probieren wir das gleich aus. Und zwar, was passiert, wenn ich mich hier hinten hinstelle? Denn hier kann man noch ein Stückchen nach hinten. Ich bin mal gespannt, ob die Feinde hier hinlaufen. Ja, das tun sie. Das tun sie. Schade. War ein Versuch wert. So. Ups. Dann sind es momentan nur Leibeigene. Das heißt, wir lassen die mal auf uns zu rennen hier. Und töten den ganzen Abschaum. Das sollte ja nicht allzu schwierig sein. Das heißt, einer kann sich da oben positionieren, der andere kann sich an den ersten Stellen positionieren. Es gibt mehrere Möglichkeiten, wo man hinstehen kann. Dann Relikt Nummer 1 nehmen, reinwerfen und das ganze Spiel machen wir noch zweimal. Gut, ich habe hier scheinbar ein bisschen Glück, dass gerade nur die Leibeigenen auf mich zurennen und ein Ritter, den man ganz easy töten kann.
Das heißt, wir genießen hier einfach die erhöhte Position und können das Ganze so ausspielen. Wenn die Besessenen kommen, sieht das Ganze natürlich dann ein bisschen anders aus. So, dann haben wir Welle 2. Bei den Besessenen muss man dann halt eben sich oben positionieren, damit man da dann in Schutz ist. Oder man positioniert sich an anderen Stellen, wo man Schutz genießt. Mir fällt gerade ein, ich könnte noch ganz kurz einen Exo-Gegenstand wechseln, beziehungsweise reinnehmen. Und zwar den hier. Dann habe ich nämlich zwei Schläge. Ganz wichtig in dieser Dämmerung, möglichst wenig springen, denn springen ist in diesem Falle gefährlich. Wieder genau das gleiche Spiel. Das ist ziemlich easy, wenn hier die Schar als Feind kommt, ist das ziemlich easy, wie man sieht. Der einzige, der ein bisschen gefährlich werden könnte, ist der Ritter. Den sollte man dann als erstes ausschalten. Ich sehe ihn jetzt aber gerade nicht. Ah, da unten. Da steckst du also. So. Und dann heißt es, plus noch die Schar töten und gut ist. Dann können wir nämlich schon weitergehen. So, dann ist das letzte noch hier unten. Wir schnappen uns noch ganz kurz die schwere Munition, die will ich mir nicht entgehen lassen. Und dann hätten wir die Stelle hier auch schon geschafft. Das heißt, es gibt einen Rückzugspunkt da oben, dann da unten, hier oben und dann auch noch verschiedene kleine Stellen, wo man hinstehen kann, um eigentlich die Stelle gut zu bewältigen. Und dann hier drin haben wir Verfluchte, sprengen einen, es sprengt alle und können eigentlich weitergehen. An der Stelle gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, entweder man steht hier hinten, wo ich jetzt stehe und man tötet einfach alle Feinde, die auf einen zukommen, oder man probiert durchzuspringen, was aber nicht ganz so einfach ist. Man hat es gesehen, wenn man nicht durchrennen will, kann man einfach an der Position, wo man war, hinstehen und kann von der Distanz mit dem Scharfschützengewehr alles töten. Hier das gleiche Spiel übrigens. Hier könnte man auch einfach alle Feinde töten oder man rennt durch. Ich bin momentan für die Variante durchrennen. Ist ein bisschen gefährlich jetzt, wo der Schaden erhöht ist, wenn man in der Luft ist. Ist nicht ganz ohne. Aber wenn man da ein Wiederbeleben hat, kann man sich ein bisschen durchmogeln. Ansonsten einfach aus der Distanz mit dem Scharfschützengewehr, Scoutgewehr oder dem Impulsgewehr möglichst viel Schaden anrichten, möglichst viel töten oder eben durchrennen mit Unsichtbarkeit oder Wiederbeleben, so wie ich das jetzt gerade gemacht habe. Ich mache es, um ein bisschen Zeit zu sparen, damit wir hier nicht alles ganz so lange machen müssen. Malocs Macht ist hier uneingeschränkt. Die Fäule ist der schwarze Schleim, oder? Was ist das eigentlich genau? Die Dunkelheit hat durch Malocs grausamen Wunsch Gestalt angenommen. So, die Stelle ist dann ein bisschen schwieriger, man hat es gerade gesehen, der Scharfschütze da macht uns zu schaffen. Das sind nämlich Solar-Scharfschützengewehre und Solar ist ja erhöht und der Feind macht da nämlich auch mehr Schaden. Aus diesem Grund empfiehlt sich, ein Scharfschützengewehr selber dabei zu haben, damit man da einen Großteil weghauen kann, das was ein bisschen gefährlich ist.
Die Scharfschützen, die haben sich da an verschiedenen Stellen positioniert. Man wird sie eigentlich relativ schnell sehen. Wenn man zu dritt unterwegs ist, da muss man da nicht Angst haben, dass man irgendwie vom Scharfschützen erwischt wird und dann neu starten muss, sondern man hat ja noch seine Teamkameraden. So. Dann rennen wir bis hierhin, töten noch den Captain, vor dem muss man sich ein bisschen in Acht nehmen. Dann hauen wir hier noch ein paar Feindchen weg, die auf uns zulatschen. Weiter hinten haben wir dann nochmal eine Kugel. Können hier noch Munitionssynthesen bzw. solche Päckchen nehmen, die für uns zur Verfügung gestellt werden. Und dann müssen wir eigentlich ein bisschen schnell machen. Denn wenn man schnell genug ist, gibt es einen kleinen Trick, wie man hier noch an einen Safe Point kommt. Einen ultimativen Safe Point, aber wahrscheinlich werde ich auch zu langsam sein. Gib Acht, Hüter. Die Fäule wird dir Stärke und Schnelligkeit entziehen. Dieser Schrein darf nicht von Malok kontrolliert werden. Teilweise ist hier die Tür nämlich offen, wenn man genug schnell ist. Aber das ist ziemlich schwierig. Ich selber habe es noch nie gesehen, aber habe schon gehört, dass die Tür offen sein kann, wenn man genug schnell durchrennt. So, dann das Ganze noch einmal. Ich bin wieder mal gestorben. Es ist ein bisschen schwierig, das Ganze solo zu machen hier, weil das Hauptproblem ist eigentlich, dass die Kugeln, die hier spawnen, auch nochmal zusätzlich Schaden machen, was ich ehrlich gesagt nicht wirklich ganz verstehe. Dass ein Feind, der spawnt, Schaden macht in der Umgebung, aber sei es drum. Wir töten hier alle Ads. Wenn wir alle Ads getötet haben, taucht Malok auf, ruft seine Verbündeten. Wir machen da mal kurz Schaden. Wenn der Verbündete ruft, kommt hier in der Mitte bei uns, also das heißt auch bei dem Rückzugspunkt, wo wir uns gerade befinden, macht er... macht er Schaden. Das wird jetzt doch ein bisschen knapp. So. Wenn man zu dritt hier oben ist, ist die Stelle natürlich wesentlich angenehmer, weil alle drei hier Schaden machen können. Passt aber auf, die Feinde hier unten, die haben einen Scharfschützen dabei und der Scharfschütze, der macht ebenfalls Solarschaden. Zu dritt muss man einfach immer gucken, dass man die Kugel zerstört und die Kabalfeinde tötet, die da auftauchen. Wenn die dann tot sind, kann man wieder auf Malok Schaden machen, denn die Kugeln sorgen dafür, dass man keine Gesundheitsregeneration erhält. Das ist natürlich dementsprechend anstrengend, aus diesem Grund immer schön die Kugel zerstören. Dann wieder, wenn er wieder seine Verbündeten ruft, das macht sehr viel Spaß, wenn er seine Verbündeten ruft, dann wieder die töten, die hier auftauchen, Kugel zerstören und weiter im Text. Malok wechselt leider teilweise die Seite, das ist ein bisschen anstrengend, man kann da nicht rechts, links, sondern da muss man wieder mal wechseln. Dann hat man eine Seite geklärt und dann steht der Herr auf der anderen Seite, ein bisschen anstrengend. Weil er jetzt nämlich hier ist, das war ganz schlecht. Hütet euch vor seinem Feuer. Macht nämlich auch Schaden. Und zwar nicht wenig. Ist nämlich ebenfalls Solarschaden. Da hatten wir es, der Scharfschütze, der ist eben nicht ohne. Lassen wir die Feinde wieder spawnen, das wird jetzt heikel.
So. Es ist eine kritische Sache, weil er jedes Mal hier spawnen lässt. Wenn man aber zu dritt unterwegs ist, dann hat man das Problem nicht, dass man hier, wenn man stirbt, dass es Game Over ist, sondern man steht einfach zu dritt hier, kann auch mal ein Momentchen verweilen, muss nicht immer direkt angreifen. Solo ist die ganze Geschichte natürlich ein bisschen umständlich, aber die Stelle hier oben ist wirklich einer der einzigen Punkte, wo man gut geschützt ist. Und es ohne Probleme mit ihm aufnehmen kann. Jetzt frage ich mich nur gerade, wo der Herr steht. Ah, da bist du. So. So. Der war ganz weit. Das ist sehr gefährlich. Gucken, ob ich eine Synthese nehmen kann und darf. Ja. Die Münze habe ich bereits genommen. So, jetzt wird's tricky. Jetzt hat nämlich Malok nochmal einen neuen Angriff. Der kriegt bei 75% Lebenspunkten nochmal einen neuen Angriff. Genau, den meinte ich. Dass er diese Axion Darts auf einen loslässt. Oh. Es sind auch nicht gerade weniger, deswegen empfiehlt es sich, die zu zerstören. Ich sammle mal ganz kurz wieder Lebensenergie. Also Superenergie meinte ich eigentlich. Damit ich mich zur Not wiederbeleben könnte. Aber ich sehe schon, das wird gerade ein bisschen schwieriger. Solo müsste man das dann natürlich nicht machen. Da darf man einfach draufhauen auf den Boss. Nur Solo muss man das machen. Zu dritt sieht die ganze Geschichte dann natürlich ein bisschen anders aus. So, jetzt kommen die Axion Darts. Die schleichen sich hier gerade durch. So, jetzt haben wir das Wiederbeleben dann gleich wieder aktiv. Dann kann ich weitermachen im Text. So, gut, widmen wir uns wieder Malok. Wenn er nämlich Lebenspunkte verliert, wird der gute Herr, wie jedes Mal, seine Verbündeten rufen. Aus diesem Grund probieren wir den jetzt zu töten. So, dann ist er tot. Und wir haben es geschafft. Wir haben den Schrein von den Besessenen zurückerobert, von dem sie Besitz ergriffen haben. Und nun einmal besessen haben. Ohne Maloks Fähigkeiten, die besessenen Energien hier zu leiten, wird die Fäule abebben. Oryx Schrein wird ruhiger werden. Das ist mein Traumhüter, dass eines Tages der Mond ruhig und tot liegt. So wie ein Grab. Gut, das heißt, wir haben das hier geschafft. An dieser Stelle übrigens kann man den Helm von Malok gibt es ja bei Omnigul. Den Helm von Malok kann man gut farmen. Bei der Dämmerung ist die Chance, dass der droppt, nämlich am höchsten. Das heißt, wenn ihr diesen Helm unbedingt wollt, macht die Dämmerung immer und immer wieder, bis ihr ihn habt. Die Chance ist nämlich sehr, sehr hoch. Dann loot-technisch, mal gucken, was ich gekriegt habe. Mal kurz schauen. Für mich gibt's 334 Läuterer-Robe. Tja, die wäre übrigens auch gar nicht so schlecht, um mitzunehmen
hier in diesem Gebiet, denn dass die Feinde verwirrt sind, wenn man sich wiederbelebt, ist gar nicht mal so übel im PvE. Gut, ich hatte hier jetzt 25 Minuten, ich bin zweimal gestorben beim Boss, leider, aber man kann das zu dritt natürlich wesentlich schneller machen. Gut, wenn die Tipps und Tricks euch geholfen haben, dann lasst doch noch ein Like da, würde mich sehr freuen. In diesem Sinne, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Thank you.